Kommando 38. Korea, 25. Juni 1950. Kommunistische Truppen überschreiten die Demarkationslinie am 38. Breitengrad. Das ist der Beginn des Koreakrieges. Immer mehr Panzer und schwere Geschütze rücken auf die Hauptstadt vor. Unterstützt von einem infernalischen Bombenhagel spielt sich ein Massaker ohne Gleichen ab. Eine falsche Bewegung und es knallt. Szenen von ungeheurer Dramatik lassen diesen Kriegsbericht zu einem Erlebnis werden. Himmelfahrtskommando 38. Der Krieg am 38. Breitengrad weitet sich zu einer gewaltigen Materialschlacht aus. Hinter dem Hügel sind die Amis und die Südkoreaner. Wenn wir überleben wollen, müssen wir uns ergeben. Nein, aber halt die Schnauze und komm mit! Aber auch der Kampf Mann gegen Mann wird mit unglaublicher Härte und Grausamkeit geführt. Ihr kennt genau die Strafe, die Verräter verdienen. Nein! Nein! Sie haben ihn an das MG gekettet. Was für eine Bestialität. Himmelfahrtskommando 38. Ein Land versinkt in Schutt und Asche. Ich denke an das kleine Mädchen, das im Straßengraben lag. Es war so kalt, so eiskalt. Und jetzt muss ich selber sterben. Noch nie wurde das brutale Gesicht des Krieges mit solcher Offenheit und Deutlichkeit gezeigt. Himmelfahrtskommando 38. Eines der härtesten und blutigsten Kapitel der Kriegsgeschichte wird wieder lebendig. Himmelfahrtskommando 38.